Wenn ein Sturm dich in die Knie. 26 Clips, über 1000 Konzerte, 16 Alben, eine eigene Plattenfirma. Man glaubt es kaum, die Toten Hosen können mittlerweile auf eine über 20-jährige Musikkarriere zurückblicken. Mit dem Erfolg kamen die Fans und davon jede Menge. Die Toten Hosen aber lassen sich für ihre Fans regelmäßig etwas einfallen. Zur Tour, betitelt nach dem gleichnamigen Album Auswärts, Spiel ging für manchen Fan ein Wunsch in Erfüllung. In Diebels Fanbus begleiteten auserwählte Fans die Hosen mit auf Tour. Wenn ich bei anderen Bands gesehen habe, dass die hinter der Band hinterhergefahren sind, teilweise aus englischen Bands dann wirklich ein ganzer Bus mitgefahren ist. Und solche Aktionen finde ich ja immer schon gut. Ja, die große Aufgabe war, sein spezielles Konzertoutfit einzuschicken. Wie gehe ich auf ein Toten Hosen Konzert? Ich habe auf der Viva Textseite habe ich das gelesen und da habe ich einfach gleich mal mitgemacht, ganz spontan. Ich hab da gar keine große Show gemacht. Ich habe einfach das angezogen, was ich am bequemsten finde, was ich immer trage, und habe einfach ein paar blöde Bilder gemacht. Und dass ich damit durchkomme, hätte ich auch nicht gedacht. Es kam auch Nacktaufnahmen, ja. Tolle Sachen, sehr unterschiedlich. Von extremst bekleidet bis extremst angemalt bis gar nicht bekleidet oder nur halb bekleidet. Auf verschiedene Art und Weise haben es also die 30 Hardcore-Fans in den Bus geschafft und freuen sich auf den Höhepunkt eines jeden Tages der insgesamt dreitägigen Tour, das Live-Konzert. Erste Station war Nürnberg. Ich bin richtig heiß auf den Gig jetzt, bin schon kräftig gedrückt und wollen mal schauen, wie es gleich abgeht hier. Ole, 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 laut, ist egal, wer heute sieht. Ole, 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 weil ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass unsere Anhänger sehr treu sind und dass ich glaube, dass die im besten Sinne auch mal einen Ausrutscher verzeihen. Das ist von gegenseitigem Respekt geprägt, das Verhältnis. Okay. Wir hätten das aber schon mal ordentlich dekoriert. Ja. Hi. Morgen. Hi. Tag. Hi. An der Band fasziniert mich eigentlich, dass sich menschlich bei denen nichts verändert hat. Also die sind zu den Fans immer noch so wie von Anfang an. Und dass sie sich selber treu geblieben sind und ihr Ding machen. Und wie ist er denn jetzt, der typische Tote-Hosen-Fan? Eine wilde Mixtur, gut aussehend, sexy, nie betrunken. Never drunk. Ich halte mich eigentlich für einen recht normalen Fan, obwohl es Leute gibt, die behaupten, ich wäre leicht fanatisch. Aber was sie, glaube ich, schon verbindet, ist so, dass sie, ich würde mal so sagen, so, dass so eine Art Lebensgefühl schon irgendwie verkörpern und wie sie auch siehst hier auf dem Bus irgendwie, dass sie schon, Spaß haben an dem, was sie da tun. Bleibt nur noch eine Frage. Die Toten Hosen, eine Geschichte ohne Ende? Es gibt keine Pläne. Die Tour macht uns Spaß. Wir sind gerade super gut in Form. Wir lachen viel. Warum sollen wir uns darüber Gedanken machen, dass wir uns auflösen? Haben wir noch nie. Und mit diesem beruhigenden Fazit geht es erschöpft, aber happy im Diebels-Fanbus zurück nach Düsseldorf. Schön war's.